Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 1. Wir haben in der letzten Folge hier aufgehört mit dem rosa Gummiball in der Handtasche. Den hat Harald sich einem kleinen Kind entwendet. Und ich habe keine Ahnung, was er damit vorhat. Ob er damit jetzt ein bisschen Ping-Pong spielen möchte. Ob er ihn sich nur ansehen möchte. Ob er ihn verschlucken will. Ich weiß es nicht. Er redet ja auch so wenig. Man kriegt ja nichts aus dem Menschen raus. Er hat sich selbst verschlossen vor der restlichen Gesellschaft. Harry! Harald! Hör auf, mir in den... Monster! Hört auf, mir in den Hintern zu kriechen. Ihr habt einen eigenen Hintern. Es gibt viele Hintern, aber das ist meiner. Also der von Harald. Nicht, dass ich meinen Hintern in Richtung Bildschirm strecke. Das wäre äußerst eigenartig. Wobei mich hier auch nichts mehr überraschen würde eigentlich. Okay. Hier war ein Gitter, das wir so umgehen, ja. Ruhe. Boah. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch erlebe. Wir werden ausnahmsweise mal kurzzeitig nicht von allen Seiten getötet, muss man ja tatsächlich sagen, denn das ist, was geschieht. Wir werden getötet. Also nicht jetzt, aber sonst. Okay, weg, weg. Die Käfer haben eigentlich... Die Käfer sind gefährlich, weil sie das Zielen auf die richtigen Gegner unmöglich machen. Ja, das heißt... Ja... Oh. Rein da. Locker Room. Hier haben wir die Katze beim letzten Mal getroffen. Er öffnet den Schrank, ohne ihn zu berühren. Nichts drinnen. Hallo! Er hat etwas fallen gelassen. Ersatzschlüssel für die Bibliothek. Möchtest du ihn mitnehmen? Ja. Das ist halt, was in Schulen passiert mit Bücherwürmern. Die werden mal eben in einen Schrank eingesperrt. Auf jeden Fall haben wir nun den Ersatzschlüssel für die Bibliothek. Die müssen wir tatsächlich auch durchqueren. Aber noch nicht jetzt, glaube ich. Wir können jetzt, wir haben den Musikraum getestet, wir haben das getestet, wir können jetzt... Also, die hier müsste zu sein. Genau. Ja, jetzt ergibt alles einen Sinn. Ich weiß wieder, was zu tun ist. Dadurch. Jetzt. Verdammt. Ja, bitte. Hier durch. Ja, ich bin eigentlich nur gekommen, um euch zu sagen, dass der Weg, den wir gerade gemacht haben, zwar notwendig war, aber ein riesiger Umweg. Denn wir müssen jetzt wieder zurück durch den Klassenraum und nach oben. Meine Güte. Könntest du aufhören, Harry im Schnitt rumzuschnüffeln? Vier von euch auf einmal. Zweimal wäre auch noch und... Es sind fünf. Es sind fünf Gegner in einem kleinen Raum. Meine Güte. Und drei Schläge töten mich. Und dann fünf Gegner. Ist das nicht Fairness? Oh! Ein vornüber zusammengesunkener Körper. Er gehört wohl einem extrem frustrierten Spieler, der richtig sauer darauf ist, dass er dauernd verreckt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich bin wieder zurück im Lockerroom. Mir ist auch hier aufgefallen, dass ich eben etwas einfach übersehen habe, was ich euch doch ziemlich gern zeigen möchte. Stirb. Hab ich mit den... Seht ihr, ich treff... Ich kann... Gut, ich spiele dann nochmal bis hierhin.
Ja, bitte, bitte. Nee, Harry. Das Problem ist, er zielt automatisch auf die Kleinen. Auf die Kakerlaken hier. Ich kann ihn nicht dazu bringen, dass er praktisch nur auf das Schulkind zielt. Er zielt automatisch auf die kleinen Viecher. Das ist das Problem. Dann werde ich von dem Schulkind festgehalten und die kleinen Viecher geben mir den Rest. Zusammen mit dem Schulkind. Ach, Ruhe. Endlich Ruhe. Ja, die brauche ich auch, um euch zu zeigen, was ich euch zeigen will. Nämlich, das ist die falsche Richtung. Richtige Richtung, falsche Seite. Das hier. Hier hat es ganz offenbar jemanden ziemlich erwischt. Wo schauen wir eigentlich hin? Ja, da hat es den Raum halt einfach weggenommen, ne? Blöd, wenn man dann zufällig im Raum steht. Wir müssen auf jeden Fall jetzt praktisch, wir gehen wahrscheinlich jetzt hier über den Klassenraum dadurch, kommen dann in diesen, in der Mitte halt jetzt in diesen grünen Bereich. Library Reserve, da gehen wir rein und kommen so über die Library, weil das Portal hier zum anderen Gang verschlossen ist. Das ist, wie ich es im Kopf habe. Das muss nicht unbedingt richtig sein, aber ich bin mir ziemlich sicher. So, dafür müssen wir jetzt durch die Hölle an Klassenräumen. Einfach nur die Hölle an Klassenräumen, weil hier ja teilweise 5 Gegner auf einmal gegen mich kämpfen, auf engstem Raum. Und 3 Schläge, ich bin tot. Falls ich das noch nicht erwähnt habe. Das ist eigentlich so immer der Bereich, wenn man stirbt, stirbt man hier. Also wenn man in der Schule stirbt. Alles klar. Labor-Equipment-Raum ist verschlossen, der Laborraum ebenfalls. Wo wir die Goldmedaille aus der Hand des alten Mannes gesogen haben. Und der Ersatzschlüssel für die Bibliothek. Hier ist es sogar einigermaßen ruhig. Die beiden da lesen ein bisschen. Na gut, es ist eine Bibliothek, da sollte man ruhig sein. Und hier liegt ein Buch geöffnet. Das können wir nicht lesen. Allerdings ist hier ein Buch, das wir lesen können. Was? Was war das? Vor allem, wo ist das Buch, das ich lesen möchte? Harry, hier ist... Normalerweise liegt hier eins, also da bin ich mir jetzt todsicher. Es könnte sein, dass es in der anderen Library sich befindet. Okay, da kommen wir jetzt auch hin. Ja, da ist es. Wow. Als er das hörte, sagte der mit Pfeil und Bogen bewaffnete Jäger, ich werde die Eidechse töten. Aber als er mit seinem Gegner zusammentraf, schrak er zurück und sagte spöttisch, wer fürchtet ein Reptil? Daraufhin zischte die wütende Eidechse, ich werde dich mit meinem einzigen Bissen verschlingen. Dann griff die riesige Kreatur mit aufgerissenem Maul an. Genau das wollte der Mann. Ruhig seinen Bogen spannend, schoss er in das weit aufklaffende Maul der Eidechse. Mühelos flog der Pfeil, den schutzlosen Rachen durchbohrend, und die Eidechse fiel tot zu Boden. Das ist aus einem alten Märchen. Ich erinnere mich, dass ich es als Kind gelesen habe. Gut, wenn das Märchen in Amerika sind, dann ist mir so einiges klar. Ganz abgesehen davon, sollte man sich die Taktik merken, für später möglicherweise. Alles klar, hat diese Bibliothek hier 3 Ausgänge? Nee, nur 2. Okay. Es ist ruhig. Kaum zu glauben, was? Und es ist abgeschlossen. Das wiederum ist zu glauben. Da komme ich her. Wieso gehe ich denn dorthin? Dann kann ich das hier aufschließen von hinten? Ja? Und weiter kann's gehen.
Oder auch nicht. Ja, jetzt kommt das nämlich. Es tut mir leid, ich habe vergessen, dass ich vorher noch was erledigen muss. Und um das zu erledigen, das ist so unfair, dass dieser Klassenraum zu ist. Und um das zu erledigen, muss ich jetzt nochmal fast komplett zurück. Obwohl. Nee, ich muss eigentlich nur durch einen einzigen Gang. Wir haben das ja jetzt aufgeschlossen. Wir müssen ja gar nicht mehr durch die Klassenzimmer des Todes. Wow, danke. Hoch da. Hallo. Wie geht es dir? Auch hier wieder der Rollstuhl. Wisst ihr noch am Anfang, wo der Rollstuhl war? Hier hinter steht er. Hier.